Heute könnten wir wegen der vielen Ereignisse locker über eine Stunde Sendezeit füllen. Das geht natürlich nicht. Programmdisziplin gilt auch im offenen Kanal. Deshalb haben wir noch 6 Themen zu einem kurzen Nachrichtenblock zusammengefasst. Bleiben Sie dran. Unter einem schlechten Stern stand die diesjährige Polizeischau im Stadion Neue Welt. Wegen des Dauerregens mussten leider einige Programmpunkte gestrichen werden. Das Publikum, rund 1200 Zuschauer, hatten sich eingefunden, harrte trotzdem tapfer aus. Die Mitstreiter kamen zum Beispiel vom Polizeisportverein Magdeburg und aus Berlin. Auch die Grundsteinlegung in der Werner-Seelenbinder Straße in Reform wäre fast ein Opfer des Regens geworden. Im Beisein von Bauminister Webel und UB Trümper legte MWG-Vorstand Thomas Fischbeck den Grundstein für ein 4,5-Geschosser. Einige Tage danach war schon der Keller fertig. Einzug soll im Mai 2012 sein. Nach knapp 3-jähriger Bauzeit wurden in Salbke kürzlich die sanierte Gertraudenkirche mit der 1957 gebauten Jämlichorgel und das neue Lapidarium eröffnet. Mit der seltenen Sammlung wertvoller Steinmale beherbergen Kirche und Kirchgarten wichtige Erinnerungen der Stadtgeschichte. Die Arbeiten am Lapidarium werden fortgesetzt. Zusammen mit Beate Wippenhorst und Christoph de Winter enthüllte UB Lutz Trümper am nördlichen Stadteingang ein weiteres Hinweisschild mit dem Namen der Partnerstadt Le Havre. Die Partnerschaft zwischen Magdeburg und Le Havre wurde am 9. Mai durch die Oberbürgermeister beider Städte besiegelt. Le Havre hat etwa 190.000 Einwohner. Das Friseurmuseum in der Walbecker Straße verdoppelt seine Ausstellungsfläche von 42 auf 144 Quadratmeter. Dazu wurde dieser Tage ein Durchbruch durch die Firma Big Bau geschaffen. Unter anderem soll auch eine Fachbibliothek angelegt werden, die am 10. November eröffnet werden soll. Auch die Hoffläche soll bei gutem Wetter zukünftig genutzt werden. Vor wenigen Tagen wurde in Dodendorf durch Ortsbürgermeisterin Beate Schulze das originalgetreu sanierte Schilldenkmal wieder eingeweiht. Neben Kreistagspräsident Karl-Heinz Dehre und dem Landtagsabgeordneten Kai Bartel waren auch der Schützenverein Stemmern und die Schalmeienkapelle Sülldorf bei dem feierlichen Akt zugegen.